Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie dann Windows 10, 8 und 7 Bootloader wiederherstellen. Sehr oft werden Benutzer mit der Tatsache konfrontiert, dass das Betriebssystem nicht mehr geladen wird und dies in den meisten Fällen auf eine Beschädigung des Windows Bootloaders zurückzuführen ist. Wenn Sie beispielsweise versuchen, das System zu starten, treten die Fehler BootMGR is missing, an operating system wasn't found, no bootable device found und so weiter auf. Die Ursache für Schäden am Bootloader können die Installation eines zweiten Betriebssystems auf dem Computer, Versuche freien Speicherplatz auf verborgenen Partitionen der Festplatte oder deren Formatierung zu verwenden, das Fehlschlagen der Installation von Windows-Updates oder andere Systemabstürze, Viren und so weiter sein. Bevor Sie mit der Korrektur fortfahren, überprüfen Sie die Reihenfolge des Ladens der Festplatte im BIOS oder UEFI. Vielleicht ist dies der Grund für Ihre Probleme beim Booten von Windows. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Daher ist die erste Möglichkeit, den Bootloader wiederherzustellen, für alle Windows-Versionen relevant. 10, 8 und 7, in meinem Fall Windows 10. Sie benötigen lediglich eine Wiederherstellungsdiskette oder eine Startdiskette oder ein USB-Laufwerk mit der gleichen Kapazität wie Ihr System. Unter Windows 7 können Sie nur eine Startdiskette oder ein USB-Laufwerk verwenden. Wenn Sie sie nicht haben, können Sie sie auf einem anderen Computer erstellen. Wie Sie ein bootfähiges USB-Laufwerk oder eine Wiederherstellungsdiskette erstellen, lesen Sie in meinen vorherigen Videos. Stellen Sie dann den Start von einem USB-Laufwerk oder einer USB-Festplatte in das BIOS oder UEFI und rufen Sie die Windows-Wiederherstellungsumgebung auf. Klicken Sie in der Wiederherstellungsumgebung auf Problembehandlung beim Booter Wiederherstellen. In Windows 7 ist das Element Startwiederherstellung. Wir wählen das Zielsystem Windows 10 und warten auf das Ende dieses Prozesses. Nach Abschluss des Vorgangs startet der Computer das wiederhergestellte System neu. Vergessen Sie dabei nicht, den Systemstart von der Festplatte im BIOS oder UEFI zu ändern. Wenn Sie eine Meldung sehen, dass die Wiederherstellung fehlgeschlagen ist und dies geschieht häufig, fahren Sie mit der zweiten Methode fort. Die zweite Methode ist auch für Windows 10, 8 und 7 relevant. Wie bei der ersten Methode gehen wir in die Wiederherstellungsumgebung, klicken auf Fehlerbehebung und führen die Eingabeaufforderung aus. Geben Sie als nächstes den Befehl BootTrack FixMBR ein. Das heißt, überschreiben Sie den Windows MBR auf der Systempartition der Festplatte. Am Ende sehen wir eine Meldung, die besagt, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Verwendung dieses Befehls ist nicht immer ausreichend, zum Beispiel wenn der Grund für das Fehlschlagen des Bootloaders Viren sind. Deshalb geben wir den folgenden Befehl ein: BootTrack FixBoot, das heißt, wir schreiben den neuen Boot-Sektor von Windows auf die Systempartition. Schließen Sie nach Abschluss der Installation die Befehlszeile und starten Sie das System von der Festplatte des Computers. Sie sollten jetzt keine Probleme mit dem Bootloader haben. Die dritte Methode ist für Windows 8 oder 10 relevant. Wechseln Sie wie oben beschrieben zur Befehlszeile, die in der Wiederherstellungsumgebung ausgeführt wird. Wir geben den Befehl Diskpack ein, dann List Volume und sehen uns die Nummer der versteckten Partition an.
Wenn Sie OFI haben, hat dieser Abschnitt ein FAT32-Dateisystem und eine Größe von 99 bis 300 MB. Wenn DIOS, dann ein NTFS-Dateisystem und eine Größe von 500 MB und weniger. Wir sehen uns auch den Buchstaben des Laufwerks an, auf dem Windows installiert ist. In meinem Fall Laufwerk C. Nachdem wir es herausgefunden haben, geben Sie den Befehl ein Select Volume, das heißt den angegebenen Bereich auswählen und den Fokus darauf stellen. Format FS gleich FAT32. Das heißt, wir formatieren diesen Abschnitt in dem Dateisystem, in dem er vorher war. Assign Letter gleich Y. Weisen Sie diesem Laufwerk einen Buchstaben zu. Sie können jeden anderen nicht belegten Buchstaben auswählen. Wir beenden die Spark mit dem Exit-Befehl und geben den folgenden Befehl ein: bcdboot c windows s y f all, wobei c der Laufwerkbuchstabe des Systems ist, y der Buchstabe der uns zugewiesenen versteckten Partition, und warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Nach Abschluss wird ein Bericht angezeigt, dass die Download-Dateien erfolgreich erstellt wurden. Wieder Diskpart eingeben, Volume auswählen, wobei die Nummer die der versteckten Partition ist, der wir den Buchstaben zugewiesen haben. Remove Letter Y, das heißt, löschen Sie den Buchstaben dieser versteckten Partition, damit er nicht auf dem System erscheint. Und fahren Sie Diskpart mit dem Befehl Exit wieder herunter. Schließen Sie danach die Befehlszeile und starten Sie den PC neu. Vergessen Sie nicht, den Start im BIOS oder UEFI von der Festplatte zu ändern. Hier sollte der Windows Bootloader wieder funktionieren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Glück!